Turbo-Eier, genau. Ich wasche die Eier. Und läuft's? Die Weide flott als mit der Zicke eine, Gott. Geil. Ja, ho. Ich grüße euch, liebe Freunde. Ich bin Boris René Enger. Mein indianischer Name ist Medicine Wolf. Ja, wir leben in einer Zeit, in der sogenannten Zeitenwende, im Zeitalter des Erwachens unserer Bewusstseinsseele. Das bedeutet nichts anderes. Wir werden uns ein Stückchen mehr bewusst, wer wir sind und was wir sind. Das heißt, unsere Seele hat mehrere Erfahrungen aus mehreren Inkarnationen gemacht und hat einen gewissen Bewusstseinsgrad erreicht. Das ist auch nichts Elitäres, ganz im Gegenteil. Das bedeutet ganz einfach, dass reifache Seelen sich im Menschsein hier auf der Erde bewusst werden, welche Spielchen, die wir auch über sämtliche Inkarnationen selbst mitgespielt haben, zu durchschauen. Christlich gesehen haben wir auch eine Siegelepoche erreicht, in der sich der Mensch bewusst wird, dass er ein göttliches Wesen ist. Und auf diesem Weg befindet sich die Menschheit und alles andere, was hier draußen passiert. Das ist einfach von kurzer Dauer, das mag kurz und heftig sein. Wir sind jetzt sehr wahrscheinlich erst am Anfang des Umbruchs. Und dennoch sehe ich das ganz lichtvoll und positiv, da unsere Seele sich ja bewusst wird im Menschsein. Das heißt, wir in unserem täglichen Leben gewinnen alle, die hier sind, jetzt einen höheren Bewusstseinsgrad. Und das sehen wir auch, dass die Schwingungsdichte, also das, was von Mutter Erde ausgeht, durch die Schumann-Frequenz, was durch die Sonne, durch die Sonneaktivitäten hier tatsächlich bei jedem christlichen Fest, ja, hier in Deutschland passiert, was sich dort alles bewegt, wie sich das Erdmagnetfeld bewegt, das ist nichts anderes wie die Mutter Erde öffnet ihren Schoß, ihren heiligen Schoß, und Vater Sonne gibt seine Strahlen bzw. die Samen für die neue Menschheit, für das neue Bewusstsein der Menschheit hin. Und das ist das, was tatsächlich passiert und diesen Umbruch erlebe mir. Und das bedeutet für mich als Christ, wobei ich mit der Kirche nichts zu tun habe, ich habe in mir Gott, ich habe in mir das Göttliche, ja, entdeckt, gefunden und habe auch die richtigen Menschen gefunden, die einen höheren Bewusstseinsgrad gehabt haben als ich. Vielen Dank, lieber Michael. Ja, mein Mentor hat einfach mir dabei geholfen, mich zu erkennen ein Stück. Und ja, zum Thema des heutigen Videos. Mir geht es einfach nur um spirituelle Hintergründe. Das bedeutet, jeder Mensch oder jede menschgewordene Seele, also wir als Menschen, du, ich, wir alle, wir haben immer wieder die Chance, in diesem Zeitalter, in dieser Zeitenwende, in der wir jetzt leben, uns zu entscheiden. Wähle ich den Weg oder wähle ich den Weg? Das heißt, praktisch geht es um Aufstieg, um Erkenntnis, um Bewusstsein, oder wählen wir selbst den Weg der Dunkelheit, des Schattens. Und jeder von uns hat einen Schatten, ich auch. Ich habe einen Schatten. Definitiv. Das ist definitiv so. Bin ich verrückt? Ja, ich bin dieser Welt ein Stück mehr entrückt. Gott sei Dank. Das war auch Knochenarbeit. Arbeit an der eigenen Biografie, um sich zu erkennen, wer ich bin und was ich bin.
und ich weiß ein Stück mehr, wer ich bin und was ich bin. Und da freue ich mich drüber. Ja, heute Morgen war ich beim Bäcker gewesen. Ihr seht, ich bin ja da, wo ich am liebsten bin, draußen in der Natur. Da geht es mir einfach sau wohl, da geht es mir einfach sau gut. Ihr hört ja auch die Vögel pfeifen morgens, das ist einfach, ja, ich finde das einfach toll, in der Natur zu sein. Ich bin ein Naturmensch, ein Naturwesen von Kind auf. Und viele Dinge, die ich als Kind gemacht habe, die mir da schon Freude gemacht haben in der Natur, die mache ich heute immer noch. Und das werde ich auch machen, bis ich irgendwann hier auf der Erde das Zeitliche segne und einfach zurück in den Geist gehe. Ja, und beim Bäcker kam es dann zum Gespräch, dass dann eine Kundin gefragt hat, wie das mit dem Insektenessen ist und ob da im Brot Insekten sind, einfach von den Inhaltsstoffen. Und die Verkäuferin war sehr kompetent, es ist auch ein gutes Kaffee gewesen, sehr gute Bäckerei, das kann ich nur empfehlen. Also top. Und ja, sie hat das dann alles erklärt, dass das da nicht drin ist und so weiter und so fort. Und dann ging das Gespräch einfach weiter. Und da ich ja nebendran stand, habe ich irgendwann die Frechheit besessen, mich in dieses Gespräch einzuklinken, weil einfach einmal ist es so, ich stehe ja auch nebendran, das heißt, das ist ja auch Menschsein, Zuhörer, und dann zu prüfen, was macht es mit mir, was passiert doch gerade, ja, und da habe ich so für mich gemerkt eben, zieht der Boris das Wahrheitsschwert aus der Scheide. Und dann habe ich mich in das Gespräch eingeklinkt, nett und freundlich. Wir haben 2-3 Sätze ausgetauscht und habe ich einfach gesagt, wie ist es? Das ist ganz einfach so. Wir leben in einer Zeit, in der bestimmte Wesenheiten der Schattenwelt uns erklären wollen, wie wir zu leben haben. Ja? Und damit hat ein Boris René Engel wirkliche Schwierigkeiten, weil das ist ganz einfach. Zum Beispiel der eine Mensch isst gern Schokolade durch Marzipan drin, der andere Traube Nuss, ne, oder Vollmilch oder Nougat. Und beim Boris seine Schokolade steht drauf Freiheit. Freiheit. Ja? Und für diese Freiheit bin ich bereit auch zu kämpfen. Auf alle möglichen Ebenen des Seins, weil ich dann auch meine Freiheit ausleben kann. Friedlich natürlich, solange keine Übergriffe auf mich und meine Familie stattfinden, bin ich einfach, ach ja, ein friedlicher Wolf. Allerdings, ja, muss man bei mir immer damit rechnen, dass es dann auch Diskussionen gibt und es gab dann verschiedene Eskalationsstufen und ich kenne mich auch dann. Und das ist auch gut so, dass ich so bin, weil ich bin einfach rebellisch. Das heißt einfach, ich bin auch ein Regenbogenkrieger. Wir sind von Natur aus rebellisch. Das ist einfach so. Und wie gesagt, mein Lieblingsschokolade ist Freiheit. Und ich habe überhaupt keinen Bock, dass mir irgend so ein Politiker, der nicht mal einen Schulabschluss hat, Entschuldigung, mir irgendwas erzählt, wie ich zu leben habe, was ich zu denken habe. Ich glaube, es geht los, Alter. So irgendwelche Vollpfosten, die immer da bei den Grünen haben oder bei der SPD und so weiter, das ist für mich einfach ein Lachblatt und das ist einfach so, viele Themen sind einfach ein Lachblatt, ja, und das ist ganz einfach mit dem Insektenessen. Ich habe dann in dem Gespräch gesagt, wissen Sie, das ist einfach satanisch, ich bin Christ und das ist einfach satanisch, weil wir haben in Deutschland, wir sind die Träger des Christentums, das ist unser geistiger Auftrag vor Gott und für andere Länder und Kulturen mag das sein oder ist es so, dass das definitiv anerkannt ist und dass die das auch leben und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es ist eine andere Kultur und wir sind einfach Mitteleuropa, wir sind Deutsche und wir haben eine eigene Kultur und eine eigene Geschichte und unsere eigene Traditionen und Gott hat uns einfach so gemacht, wie wir sind und das gehört definitiv nicht in unseren Kulturraum. Ja, dann war das Gespräch eigentlich beendet. Die Frau war dann beleidigt
ist dann abgezogen, die hat noch nicht mal mehr Tschüss gesagt, die hat sich einfach umgedreht und ist gegangen. Wie auch immer. Und das ist halt das, ja. Es hat immer mehrere Qualitäten. Das Gespräch war freundlich gewesen. Allerdings, wenn dann die Wahrheit ans Licht kommt, dann haben bestimmte Menschen oder bestimmte Wesenheiten, weil Seele sind ja Wesenheiten, wir sind ja verkörperte Wesen, geistige. Das ist dann einfach zu viel Wahrheit und dann haue die einfach ab, ohne Tschüss zu sagen. Aber wie gesagt, ich habe dann das Gespräch mit der Verkäuferin weitergeführt. Es war ganz nett gewesen. Zum Schluss haben wir gelacht. Ich habe unser Brötchen mitgenommen und wir frühstücken auch gleich. Und dementsprechend, wie bewerte ich das Thema? Ja, das ist ganz einfach so. Das Erwachen hat einfach mittlerweile so eine große Schwingung, dass vom Prinzip die Schattenwelt nichts anderes macht. Die können nur noch reagieren, die agieren nicht mehr, die können nur noch reagieren. Und dementsprechend schieben die halt solche Themen vor, die nach meiner Wahrnehmung einfach unwichtig sind. Und dies so nicht geben wird. Zumindest mal kann ich mir das nicht vorstellen, aber das habe ich ja auch beim Carola-Virus. War das ja auch so von heute auf morgen, war ja alles mögliche Programm. Deswegen, das kann auch sein, dass das Programm ist, aber ich bewerte das zum jetzigen Zeitpunkt nicht so. Und Fakt ist, ich werde kein Insekten essen. Ich glaube, es geht los. Wenn das in Süßigkeiten drin ist oder wie auch immer, okay, da habe ich jetzt keine Probleme damit, aber das andere, das gehört einfach nicht zu unserer Kultur und das will ich auch nicht und ich lehne das auch ab. Und es ist, wie gesagt, ein geistiger Krieg. Und in diesem geistigen Krieg, das ist einfach ganz friedlich. Da geht es einfach darum, Entscheidungen zu treffen. Passt es zu mir, ja oder nein? Das heißt, ich verurteile das auch nicht, wenn einer meint, er müsste Insekten essen, weil er das gesagt bekommt, soll er das machen. Guten Appetit. Ein Boris René Engel wird es nicht essen, ja. Vorher esse ich lieber Gras oder esse Blätter oder irgendwas, aber definitiv nicht. Und wie gesagt, ich bin ein Verfechter der Mischkost. Das heißt, ich bin ein Pelzer, ich esse auch gerne mein Brot waschen und alles drum und dran, mein Leber waschen, sonst lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich glaube, es baggert, Alter, dass mir irgendwelche Grüne da, die nicht nur einen Schulabschluss haben, mir erzählen, dass ich nicht mehr mein Scholle trinken kann, mein Bierchen und nicht mehr mein Wasch essen kann. Ich glaube, die haben einen Schuss. Ja, das wird es mit mir nicht geben. Ich sag's mal so, ja, wir essen vielleicht zu viel Fleisch. Und ja, vielleicht wird es so wie früher, dass es etwa in der Woche Fleisch gebaut. Oder Wurst, das ist für mich auch okay. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich bin Pelzer. Und wir lassen uns unsere Lebenskultur nicht verderben von irgendwelchen Schulabbrechern. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Sonntag. Macht's gut, ihr Leute. Bis demnächst. Servus.